Ja, es gibt einige wichtige Themen zu besprechen, zum Beispiel die Aussagen von Thomas Schmidt. Der Untersuchungsausschuss, die Stimmung im Land gegenüber der Politik, die wird immer schlechter. Und natürlich gibt es in Österreich auch ein neu geschnürtes Bundesheerpaket und auch im Ukraine-Konflikt gibt es Updates. Über diese Themen und noch mehr spreche ich jetzt mit Matthias Fuchs, Online-Redakteur der Krone.at. Hallo. Willkommen. Beginnen wir mit der Causa Thomas Schmidt. Das war ein Knalleffekt, als bekannt wurde, dass Thomas Schmidt schon seit Sommer bei der WKStA ausgesagt hat und zahlreiche Topmanager und Ex-Politiker beschuldigt hat und auch ehemalige Nahestehende von ihm schwer beschuldigt hat. Was war dein erster Gedanke, als du von diesen Einvernahmen gehört hast? Also das war vergangene Woche und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, jetzt wird es eng, weil der Thomas Schmidt hat in diesen Aussagen wirklich mehrere ÖVP-Politiker noch einmal schwer belastet, nachdem die Chats ja letztes Jahr rausgekommen sind. Und also Wolfgang Sobotka soll angeblich Korruption, Steuererleichterungen und so weiter gemacht haben. Sebastian Kurz wurde noch einmal schwer belastet. Man muss da ganz klar sagen, Thomas Schmidt hat diese Aussagen nicht unter Wahrheitspflicht gesagt. Also er hätte natürlich alles erfunden haben können. Es ist halt keine gute Idee, die Staatsanwaltschaft anzulügen. Und vor allem, er will ja Kronzeuge werden. Das heißt, er möchte ja was angeben, was stimmt. Mhm. Sebastian Kurz, Wolfgang Sobotka und die anderen, die wehren sich natürlich dagegen und sagen, das ist alles erfunden und erlogen von Thomas Schmidt. Genau, Sobotka als auch Kurz haben Schmidt dann als Lügner bezeichnet. Einer der Beschuldigten ist eben auch Sebastian Kurz. Der hat sich zuerst via Facebook gemeldet, aber richtig spannend ist es dann wiederum geworden, als sein Anwalt einen Tonmitschnitt präsentiert hat. Was bedeutet das jetzt für diesen weiteren Verlauf in dieser Causa? Ja, also der Anwalt hat diesen Tonbandmitschnitt als Bombe bezeichnet. Es wurde ja nicht der Mitschnitt veröffentlicht, sondern ein Transkript davon. Und darauf redet halt Kurz mit dem Schmidt über diese ganze Causa. Wenn man sich das ein bisschen durchliest, dann merkt man, der Kurz will in diesem Gespräch offenbar dem Schmidt quasi rauslocken, sagt, dass ich es nicht war, sozusagen. Und er behauptet, dass Schmidt alles in den Aussagen gegenüber den Korruptionsjägern erfunden hat und dass in dem Tonband jetzt alles stimmt, was er sagt. Jetzt steht halt Aussage gegen Aussage, eine Bombe ist es eigentlich nicht. Für wie wahrscheinlich hältst du die Spekulationen darum, dass dieses Gespräch, dieses Telefonat inszeniert worden ist? Da gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, das klingt alles nicht ganz plausibel, dieses Transkript, wie man es liest, das ist fast, als wäre es geskriptet gewesen. Ist da was Wahres dran, glaubst du? Ich weiß nicht, ob es geskriptet war. Es könnte sein, dass der Thomas Schmidt misstrauisch geworden ist. Es ist ja auch in den Aussagen bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass sich der Schmidt beim Blümel erkundigt hat, ob der Kurz vielleicht verwanzt ist. Dass der Kurz sich beim Blümel erkundigt hat, ob der Schmidt vielleicht verwanzt ist. Und wenn die schon das Misstrauen gegeneinander haben, dass sie vielleicht jemand ein Tonband mit hat, dann hat der Schmidt vielleicht bei dem Gespräch auch schon geahnt, dass der Kurz das vielleicht aufnehmen will und hat dann vielleicht das nicht alles so gesagt, wie der Kurz das hören wollte, weil er eben misstrauisch geworden ist. Jetzt stehen da eben zwei Beschuldigte, stehen sich gegenüber. Auf der einen Seite der Sebastian Kurz und der ihn beschuldigt, eben Thomas Schmidt. Die waren früher ganz nah miteinander, sehr eng vertraut und jetzt ein ganz tiefer Graben. Wie kann sowas passieren? Also ja, also aus Ich liebe meinen Kanzler ist nicht mehr, von dem ist nicht mehr viel da. Das ist vielleicht die Macht, die beiden da gehabt haben. Also unstrittig ist ja, dass beide sehr viel Macht gehabt haben. Sebastian Kurz, noch bevor er Kanzler war im Außenministerium, Thomas Schmidt war Generalsekretär im Finanzministerium, hat sehr viel Macht gehabt. Und ja, es kann schon sein, dass die da zu viel wollten und dann abgestürzt sind. Es ist alles natürlich mutmaßlich, wissen wir. Ja, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Neue Vorwürfe gab es diese Woche dann auch in Bezug auf Kunz, Stichwort Hermann Nitsch. Und auch neu, Kurz soll Schmidt auch zu einer gefährlichen Drohung gegenüber der Kirche angestiftet haben. Worum geht es da genau? Ja, also bei Hermann Nitsch geht es, soweit ich weiß, um Steuererleichterungen. Die soll aber die Witwe von Nitsch, glaube ich, schon zurückgezahlt haben. Also das liegt ein paar Jahre zurück. Hermann Nitsch ist ja heuer verstorben. Bei der anderen Sache, bei der Kirche, da geht es ja darum, dass angeblich der Kirche Steuererleichterungen gestrichen werden sollten. Letztes Jahr in den Chats ist das rausgekommen, dass der Schmidt geschrieben hat, er hat einen
Kirchenmann so eingeschüchtert, dass der zuerst rot und dann weiß und dann blau war. Bei den Aussagen bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft hat er dann gesagt, dass er das quasi erfunden hat, weil er wusste, dass Kurz das hören wollte. Ob wie das jetzt wirklich war, wissen wir nicht. Aber ja, es zeigt, dass er eindeutig was sagen wollte, was der Kurz hören wollte irgendwie. Mhm. Eigenartige Geschichte, auch hier. Kommen wir zum U-Ausschuss. Da soll Thomas Schmidt am 3. November jetzt aussagen. Der ist ja schon, glaube ich, 14 Mal geladen worden, bislang erfolglos. Musste da in dem Zusammenhang auch schon eine Beugestrafe in der Höhe von 6.000 Euro zahlen. Glaubst du, wird er diesmal kommen? Also es wurde schon sehr groß angekündigt. Ich glaube schon, dass er diesmal kommen wird, weil gestern hat sich die WKStA mit den Parteien getroffen, um extra eine Liste von Themen zu erstellen, zu denen Schmidt dann im U-Ausschuss befragt werden darf. Also da geht es dann eben um Kurz, um René Benko, um Inserate in der Zeitung Österreich. Weil damit er nicht zu anderen Themen befragt wird, damit das nicht die Ermittlungen gefährdet. Also ich glaube schon, dass er kommt. Wie viel aussagekräftige Antworten kann man dann also erwarten aus der Befragung von Thomas Schmidt in dem U-Ausschuss? Weil parallel die WKStA, du hast es gesagt, hat um eine Konsultation geboten, also dass der auch nicht zu viel da vielleicht veröffentlicht und dass da die Ermittlungen nicht gefährdet werden damit. Was kann man sich von der Einvernahme im U-Ausschuss erwarten? Das ist eben die große Frage. Der große Punkt ist, Thomas Schmidt wird unter Wahrheitspflicht aussagen, wenn er jetzt wirklich kommt. Mhm. Bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft hat er eben nicht die Wahrheit sagen müssen. Das heißt, es wird eben sehr spannend, wenn er wirklich was sagt, weil dort zu lügen ist keine gute Idee. Das hat strafrechtliche Konsequenzen. Das Interessante ist ja, Schmidt hätte ja vorgeladen werden sollen zum U-Ausschuss und parallel ist er von der WKStA befragt worden. Das hat noch niemand gewusst im Sommer. Und die WKStA hat eben da schon Wind bekommen und hat Angst gehabt, dass der Schmidt vielleicht quasi vor ihren Augen abgeführt wird. In Graz ist die WKStA und die Polizei im selben Gebäude. Also da haben sie schon im Sommer ein paar Mal bekommen. Aber ja, jetzt kommt Schmidt nächste Woche in den U-Ausschuss und das wird sehr spannend. Wie wird das dann genau ablaufen im U-Ausschuss? Wer darf dann welche Fragen stellen? Ja, also vorher geben alle Parteien nochmal ihre Statements ab zu der Causa und dann darf jede Partei, jeder Fraktionsvorsitzende Fragen stellen. Da ist auch immer ein Verfahrensrichter dabei und der Vorsitz natürlich, wahrscheinlich von Doris Bures, die eben schauen, ob die Fragen gerechtfertigt sind, ob sie erlaubt sind, ob die was mit der Causa zu tun haben. Da versuchen ja einige Politiker immer wieder einige andere Fährten zu legen, sozusagen. Du hast gesagt, Doris Bures wird den Vorsitz haben im U-Ausschuss. Warum nicht Wolfgang Sobotka? Wolfgang Sobotka ist, wie gesagt, auf einer Auslandsreise wahrscheinlich. Also allen Voraussicht nach ist er nicht dabei. Es würde auch sehr komisch wirken, wenn der Thomas Schmidt, der den Sobotka direkt beschuldigt, dann vom Sobotka als Vorsitzenden da befragt wird. Jetzt gibt es neue Indizien und Aussagen. Trotzdem wird der U-Ausschuss nicht verlängert. Warum genau? Naja, also das Argument ist, dass eigentlich jetzt die Gerichte am Zug sind, dass da alles Strafrechtliche so behandelt worden ist, also alles politisch Verantwortliche behandelt worden ist und jetzt die Gerichte am Zug sind, dass die Grünen sehen das anders, die würden gerne noch weiter ermitteln, ist noch eine offene Frage. Gibt es da ein Fazit, das man jetzt schon ziehen kann nach diesem U-Ausschuss? Wird es da auch zu Veränderungen kommen oder war das nur heiße Luft, die verbraucht worden ist? Ja, das ist immer die große Frage. Also man muss schon sagen, da an den Sachen, die da rausgekommen sind im U-Ausschuss, das ist vielleicht nicht strafrechtlich relevant, aber es zeigt schon ein arges Sittenbild von der Politik in Österreich und von einigen Politikern, die halt versucht haben, sich jetzt zu richten. Ob das jetzt wirklich so war oder nicht, aber das Bild, was vermittelt worden ist, das ist verheerend und das wird auch bleiben. Der Thomas Schmidt hat ja auch Wolfgang Sobotka, den Nationalratspräsidenten, beschuldigt, dass er früher, als er noch Landesrat in Niederösterreich gewesen ist, bei zwei Vereinen Steuerprüfungen verhindert haben wollte. Kann das jetzt für die Landespartei in Niederösterreich noch Folgen haben für die nächste Wahl, die jetzt Anfang des Jahres 2023 ansteht? Also ich bin mir sicher, dass die Opposition, allen voran die SPÖ, das thematisieren wird, dass da wieder
diese Sachen auf den Tisch gebracht werden. Es gab ja auch die Geschichte mit der Erwin-Bröll-Stiftung, die es nicht mehr gibt. Da hat Thomas Schmidt eben auch was gesagt, dass da die Gelder nicht sachgemäß verwendet worden sind, angeblich. Auch das Alois Mock-Institut gibt es auch nicht mehr, dass es da Sachen gibt. Wie gesagt, strafrechtlich müssen das natürlich die Gerichte klären, aber das wird sicher ein Thema im Wahlkampf sein. Und die Umfragen bei der ÖVP in Niederösterreich, also bei der letzten Wahl hat sie fast die absolute gehabt, mit 49,6%, glaube ich, und jetzt liegt sie bei 39%. Also es könnte eng werden. Aber es ist schon spannend, dass es da zwei Vereine gibt, die da vorkommen in diesen Chat-Nachrichten, in diesen Beschuldigungen auch, und auf einmal gibt es diese Vereine nicht mehr. Also es wirkt fast so, als würde man da etwas unter den Teppich kehren wollen. So wirkt es tatsächlich, ja. Aber ja, die Justiz muss da sich das genauer anschauen, die Mühlen der Justiz malen sehr langsam, das haben wir gesehen. Es kann noch sein, es sind ja noch immer Ermittlungen offen, ja. Wer weiß, was gerade jetzt ermittelt wird. Also es wird alles noch sehr spannend und ist noch alles nicht vorbei. Wäre aus deiner Sicht ein Rücktritt von Wolfgang Sobotka als Nationalratspräsident angebracht in dieser Situation jetzt? Also nach all diesen Dingen, die da rausgekommen sind, wo er sich immer wieder verteidigt hat und es kommt wieder der nächste Chat und der nächste Vorwurf. Also es schaut einfach wirklich nicht gut aus, dass der Nationalratspräsident, das ist das zweithöchste Amt im Staat, sich derartige Dinge leistet, mutmaßlich. Aber das Bild, was da gezeichnet wird, ist wirklich ein schlechtes. Ich glaube, also der Bundespräsident hat ja auch schon indirekt so ein bisschen Wolfgang Sobotka den Rücktritt nahegelegt. Ich glaube schon, dass da viele denken, dass das angebracht wäre. Sobotka ist noch aktiv, der wird beschuldigt, auch August Wöginger, der Clubobmann der ÖVP, der ist auch aktiv noch und wird ebenfalls beschuldigt. Wird Wöginger irgendwelche Konsequenzen daraus ziehen, so wie es derzeit aussieht? So wie es derzeit aussieht, ehrlich gesagt nicht. Die streiten das alles ab. Wenn es irgendwann zu Neuwahlen kommt oder wenn irgendwann es dann noch enger wird, muss anscheinend Bundeskanzler und Parteichef Karl Nehammer da aufräumen, wenn das nicht anders geht, um dann zu präsentieren, dass die ÖVP eben kein Korruptionsproblem hat, wie er das gesagt hat. Und aktuell ist das nicht wirklich glaubwürdig. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der hat gesagt, es darf nicht der Eindruck entstehen, dass es sich die Reichen in unserem Land richten können. Dieser Eindruck ist aber bereits entstanden. Ist dieser Eindruck wahr? Können es sich die Reichen in unserem Land wirklich tatsächlich richten, wie sie wollen, wie sie es brauchen? Also bei all diesen Dingen, die da rausgekommen sind, ist der Eindruck auf jeden Fall da. Also da sind Vorwürfe gegen René Benko, der Milliardär, Sigrid Wolf, Investor, Ronny Petschig, dann den ehemaligen Finanzminister Hans-Jörg Schelling, der seinen eigenen Wein anscheinend verkaufen wollte, angeblich. Also der Eindruck ist definitiv da, dass die Reichen es sich richten können. Gibt es jetzt ist das Vertrauen in die Politik an vielen Orten wirklich sehr gering, mittlerweile schon unter all diesen Vorwürfen und unter all diesen Vorgängen, die da uns fast täglich erreichen und die täglich ans Licht kommen nahezu. Korruption, Steuernachlässe, Freundalwirtschaft etc. Kann man dieses Vertrauen für die Wähler wieder zurückbekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das versuchen schon einige. Ich finde, man muss da ein bisschen aufpassen, dass man nicht sagt, das Vertrauen in die Politik, wenn es doch eigentlich einige wenige Akteure sind oder einige wenige Parteien, die das machen. Also die ÖVP versucht ja auch die Strategie zu fahren, dass alle Parteien so sind. Aber wenn man sich die Sachen wirklich anschaut, es sind eben nicht alle Parteien, sondern aktuell die ÖVP ist die große Partei an der Macht. Da ist viel rausgekommen, bei der FPÖ ist bei Ibiza viel rausgekommen, bei der SPÖ natürlich vor Jahrzehnten. Aber es ist nicht so, dass alle Parteien dabei sind. Ich glaube, da muss man auch schauen, dass das Vertrauen da wiederhergestellt werden kann, wenn man sagt, es gibt Parteien, die nicht so sind. Wir gehen leider schon auf das Ende unseres Gesprächs zu. Lass uns noch über die aktuelle Situation in der Ukraine sprechen. Wie ist da derzeit der Status? Wer ist da jetzt eher am Drücker? Ist das eher Russland? Ist das eher die Ukraine? Also im Süden der Ukraine ist eher die Ukraine am Drücker. Da ist die Stadt Cherson. Das ist die einzige Stadt, die einzige Bezirkshauptstadt, die Russland bisher erobert hat in der Ukraine. Und die Ukraine macht seit Wochen eine Offensive in diesem Gebiet und rückt jetzt auch auf die Hauptstadt vor. Und es ist jetzt gar nicht die Frage, ob die Ukraine Gebiete zurückerobert, sondern wie viele und wie schnell sie das kann.
weil jetzt die Zeit auch wieder eng wird, weil es wieder das Wetter schlechter wird, die Böden werden schlammiger, die Panzer können nicht so fahren. Im Osten dagegen ist eher Russland noch am Drücker, die versuchen dagegen Offensiven, nachdem die Ukraine im Osten eine beispiellose Offensive gemacht hat, im Gebiet Luhansk. Ja, und Russland versucht dagegen zu halten und greift ja auch die Energieinfrastruktur der Ukraine. Absolut, da sollen schon mittlerweile 40% der gesamten Energieinfrastruktur beschädigt worden sein. Für die Ukraine müssen wir es vorerst dabei belassen. Kommen wir nochmals nach Österreich zurück. Da wurde jetzt das Bundesheer in Anbetracht, dass jetzt der Angriffskrieg ein neues Licht aufs Bundesheer auch und auf die Wichtigkeit des Bundesheers gegeben hat, mit mehr Budget ausgestattet. Insgesamt kommt das Bundesheerbudget jetzt auf 3,38 Milliarden Euro. Ist man da wirklich mit diesem neuen Budget für den Fall der Fälle, falls wir angegriffen werden, gut ausgestattet? Also ich glaube, laut Militärexperten sind wir da nicht so gut ausgestattet, weil Österreich nicht so eine kampffähige Brigade hat, die quasi wirklich alleinstehend gegen einen Feind kämpfen kann. Das Geld, was jetzt da ist, das wird ja auch für die bessere Bewaffnung, bessere Mobilität der Soldaten verwendet. Ich glaube, laut Militärexperten ist es immer noch zu wenig, aber schon ein Schritt, ein größerer. Jetzt gibt es mehr Geld für das Bundesheer, aber eine Umfrage der Krone am zum Nationalfeiertag zeigt, dass 68% der Menschen in unserem Land nicht glauben, dass das Bundesheer dadurch leistungsfähiger wird. Worin liegt dieser Pessimismus begründet? Ich glaube, das Bundesheer hat seit Jahrzehnten einen ziemlich schlechten Ruf, gerade auch, weil Krieg früher für uns nie ein Thema war. Ich glaube auch, dass das Bundesheer ist besser als sein Ruf. Es gibt ja einige Abteilungen, die da wirklich Weltspitze sind, also in der ABC-Abwehr oder bei den Gebirgsjägern. Ob das Geld jetzt reicht, um das Bundesheer so richtig gut auszustatten, weiß ich nicht. Aber es könnte sein, dass sich da ein bisschen die Stimmung ein bisschen besser dreht. Vielleicht wird das auch in Österreich so sein. Vielen, vielen Dank, Matthias Fuchs, Online-Redakteur bei krone.at. Das waren sehr interessante Einblicke und viele neue Informationen zu verschiedensten Themen. Vielen Dank. Danke.